Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ja, es tut mir leid, dass ich beim letzten Part etwas schneiden musste, weil das hat sich ein bisschen überzogen gehabt. Ja, ich habe es jetzt mal noch mit dieser Maggie hier gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wo die hingerannt ist. Sie wollte mir ein Versteck zeigen oder gezeigt haben. Und dort soll irgendetwas versteckt sein. Und wir schauen jetzt einfach mal danach. Weil sie ist mir entkommen. Ich weiß jetzt nicht, wo sie Was ist. willst du? Ah, da. Irgendwas Hilfreiches. Das ist ein sehr großes Schiff und ich habe bisher nur einen Teil davon gesehen. Die erwischen mich immer, bevor ich alles gesehen habe. Ich habe das Kryogeniklabor gesehen. Dort frieren sie Leute ein und schneiden sie auf und solche Sachen. Und den Hangar. Dort stehen die Flugschiffe der Aliens und alles, was sie brauchen, um damit zu fliegen. Und im Montagebereich für die Roboter bauen sie die riesigen Metallroboter zusammen, die sie benutzen. Aber die wirklich wichtigen Sachen befinden sich an der Spitze des Schiffs. Dort bin ich noch nie gewesen. Okay, gut. Sie wollte uns doch irgendetwas zeigen. Ich bitte Sie, um mich aufzutauen. Ach, keine Ahnung. Ist jetzt auch egal, wird schon nichts Wichtiges gewesen sein. Oder am Ende war es hier irgendwo so ein kleiner Scheißdreck. Nee, hier kommen wir ja her. Kein Zugang. Dürfen wir nicht durch, ist verboten. Dann gehen wir wieder hier rauf. Und da ist auch schon unser Japaner. Gut. Habe ich auch verstanden. Improvisiertes Bettzeug. Da können wir schlafen. Ich glaube, da werden wir uns jetzt mal eine Stunde hinlegen. Die Wurmnahrung nehmen wir einfach mit, weil die wiegt nichts. Was ist hier eine Truhe drinne? Kampfrüstung und hier Alien-Kristalle. Bolzen. Hier liegt eine Nuka-Cola rum. Sogar Nuka-Cola hat es in Aliens geschafft. Ah. Munition. Finde ich jetzt richtig sexy. Nein, da so. Wo muss ich denn jetzt lang oder wo kann ich denn lang, besser gesagt? Roter Montagebereich und Hangar. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen als erstes in den Hangar. Warum schon für? Das hört sich irgendwie lustig an. Ich weiß nicht wieso. Ich hoffe jetzt mal, dass das der Hangar ist. Wenn nicht, auch egal. Ja, Hangar. Gehen wir mal in den Hangar. Uhu! Ducken. Behälter öffnen. Was ist hier drinnen? Energiemodul. Tintenfischnahrung. Nehmen wir aber mit. Das ist keine Tür. Müssen wir einfach weitergehen. Nachlade. Gut, sind hier Aliens. Hier sind 100 Pro Aliens. Auf jeden Fall rennt da oben ein Alien rum. Gut. Glaube, die machen da so Crash-Tests oder so. Okay. Jetzt haben sie nicht bemerkt. Scheiße, Vorsicht. Waffen, der Desintegrator oder wie das Ding heißt. Den Behälter öffnen wir mal. Energiemodul, Großelenkristall, Tintenverschnarrung. Gut, jetzt sind wir wieder einigermaßen in Ruhe. Nahrung. Das hier alles Zeugs finden, das ist echt Wahnsinn. Wir könnten uns ja theoretisch irgendwie so ein Flugzeug oder was, so ein Raumschiff schnappen und dann einfach wegfliegen. Gut, aber von hier aus treffen wir das Alien-Viech bestimmt viel besser. Alter, bleib mal stehen. Boah, das hat ist gerade ein bisschen gelaggt. Ich weiß nicht, wie es gerade bei euch gewesen ist, aber bei mir hat es gerade ein bisschen gelaggt. Ich tue jetzt einfach mal die Marken mit Zielvorrichtung weg und tue dafür den Desintegrator da rein.
Gut, ist hier vielleicht irgendetwas Interessantes drin, was wir gebrauchen könnten? Scheint nicht so. Was ist das? Okay, Drohnenpott. Das ist so ein Schiff. Ich bezweifle, dass wir da runter sollten. Ah, es ist vielleicht das zerstört. Das sieht ziemlich zerstört aus. Obwohl, nee. Das, was auf der Erde gewesen ist, war ja noch zerstörter. Da sind irgendwo, wollte ich gerade sagen, weil die haben uns jetzt auch gerade bemerkt. Die machen sau viel Schaden, ist mir gerade aufgefallen. Und das ist echt krass. Gut, jetzt können wir auch etwas schneller durchgehen, weil wir jetzt wissen, was da auf uns zukommt, einigermaßen. Werden wir mal alles mit nachladen. Ich tue schon mal die Sniper raus. Und wir gehen jetzt einfach hier vorne hin. Ich habe Schaden gekriegt. So ein Scheißdreck. Wollte ich gerade sagen, man merkte, bemerkt er uns endlich. Okay, jetzt haben wir es mal wieder ganz klassisch verkackt. Gut. Eins. Ich weiß nicht, treffen wir jetzt den Viech jetzt? Gut. Wir sind auf Vorsicht, also aufpassen. Gut, aber die da hinten können wir vielleicht umsnipern. Bist du ein Alien? Ja. Du hast einen ziemlich großen Schädel, muss ich sagen. Ja, der ist der Kopf geplatzt. Mit Erdlingen legt man sich nicht an, du Schwuchtel. Den anderen Alien juckt er irgendwie überhaupt nicht, ob der jetzt tot umgefallen ist oder nicht. Macht er immer weiter seinen Job. Gut, jetzt können wir wieder den... Ich nenne ihn jetzt einfach Alien Blaster. Das Alien Gewehr da. Wollte ich gerade sagen, weil wir merkt er uns. Wollte ich gerade eben sagen. Das war jetzt voll durchgeschossen, aber irgendwie... Gut, was liegt denn da? Großer Henkristall, großer Henkristall, geil. Atomisierer. So, was hast denn du dabei? Gut, ich soll schneller machen, dann kurz den Quicksave, weil ich habe nämlich keinen Bock, dass hier irgendwie wieder alles vernichtet wird. Wo gehen wir denn lang? Was ist denn das für ein Knopf? Der macht bestimmt das Ding hier auf. Genau, habe ich mir doch gedacht. Hier sind bestimmt auch wieder ein paar Aliens oder so. Wie gesagt, ich tasse mich hier lieber vorsichtig voran, anstatt irgendwie zu schnell. Weil ich habe nämlich Angst, dass wir dann irgendwie etwas Schönes übersehen oder so. Also mir gefällt das gar nicht, dass hier irgendwie solche Dinger sind. Vor allen Dingen das Viech hier gefällt mir nicht. Weil das Ding so eine komische Waffe da hat und ich wette, die macht immens Damage. Ah ja, da ist ja dieses eine Alien-Viech, was wir da vorhin umgesnipert haben, wenn ich mich nicht irre. Masssteuerung. Wir nehmen erstmal das Viech hier aus. Mach noch mal kurz einen Quick-Save und wir müssen mal wissen, was passiert, wenn ich das Ding hier drücke. Und das? Das? Oh, nee. Das. Das. Ah, ich glaube, ich habe... Ah, ich glaube, ich weiß, was man da machen muss. Zack. Dann muss man das Ding drücken. Obwohl, nee. Ich glaube, man muss es irgendwie hinkriegen, dass... ja, keine Ahnung.
sind zwei. Das sind zwei. Das sind die zwei. Das sind die zwei, aber die da hinten, die werden irgendwie gar nicht benutzt. Ach, verstehe, ist wer will. Vielleicht weiß ja einer von euch, was man da machen muss. Keine Ahnung. Falls ihr das irgendwie wisst, schreibt es irgendwie in den Kommentaren oder so. Wie gesagt, das ist völlig blind für mich und ich weiß nicht, was man da irgendwie alles so machen kann. Ich wette, das war ein Fehler. Weil es gerade der Alarm losgegangen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt gleich die Hölle los ist. Weil die Musik, weil es hat auch eine Musik hier wieder so etwas lauter angefangen. Was ist denn das da? Das ist ja jetzt ein Alien-Kopf. Das ist nur wieder so ein Kapselzeugs da. Gut, wir nehmen die Wurmnahrung damit. Öffnen den Behälter. Und verschwinden. Nein. Es gab ja noch einen anderen Weg da unten. Es gibt ja mehrere Wege. Wir wollen ja alles abklappern. Aber hier ist ein Alien, sehe ich gerade hin. Wie sie gesagt, ein Geschütz, oder? Ein Geschütz. So viel zu dem... Oh, da ist doch ein Alien. Er ist gerade zum ersten Mal Ladehunger mit der Alien-Waffe. Okay, das scheint der Teleporter zu sein, da sind einige Alien-Kristalle. Die werden uns natürlich auch noch bald unter die Nagel reißen. Ah, warum ist er denn da abgeballert? Ah, erklärt alles. Ist mir gerade aufgefallen, wenn wir das Ding abschießen, dann vergisst uns das Teil irgendwie manchmal. Wahrscheinlich blenden wir es oder so. So, das muss jetzt einfach sein. Nachladen. Sind wir wieder hier hinten? Hm, komisch. Sind hier noch mehrere Wege? Oder habe ich jetzt irgendwo irgendwie Scheiße gebaut? Hier ist nicht, dass ich wüsste. Was muss ich denn jetzt machen? Sind wir wieder hier, wo dieser Alarm gewesen ist? Da habe ich einen Alien langlaufen sehen. Und ich sehe... Scheiße, wieso renne ich hier gerade selber runter? Wieso ist er gerade von selber da runtergesprungen, der Kerl? Ich hasse den. Ah, Onkel Suicide, du hast es aber nicht drauf. Ich habe schon nicht so, wenn ich das sehr angezeigt. Gut, wir wissen, wenn wir den Knopf da drücken, dann geht ein Alarm los. Trotzdem drücken wir den Knopf. Ich bin doof, ich habe einen Knopf gedrückt, obwohl ich wusste, dass der Alarm losgeht. Aber Epic Fail gerade, sage ich nur noch dazu. Ich spring da selber runter. Dazu einfach mal nichts. Okay, was sagt denn die Karte? Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir müssen in den Raum, weil der ist abgeriegelt. Ich wette, ich weiß, was wir machen müssen. Oder nein, ich wette nicht, weil sonst verliere ich nur wieder gnadenlos. Weil also ich den Besen noch fressen muss, bei, von Oblivion aus. Kommt gleich wahrscheinlich wieder dieses Alien-Viech und möchte wieder sexuell belästigt werden. Ach, geh weg, du Schach. Keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock, das Ding mitzunehmen. Da habe ich jetzt auch nicht Lust reinzuschauen. Da geht es wieder zurück. Aber hier können wir runter. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn wir den Drohnenpod aktivieren. Aber das geht ja nicht.
Die Dinger sind hier auch alle zu. Ich wette, es hat irgendwas hiermit zu tun, dass wir da irgendwie diese Wellen da richtig hinkriegen müssen. Ich weiß nicht, wie wir das ganz genau hinkriegen. Und das werden wir auch in diesem Part jetzt nicht mehr rausfinden. Das war wieder Let's Play Fallout 3. Bis zum nächsten Mal.